Eine Welt ohne Chemiewaffen. Dafür kämpft Ahmet Özümci mit seiner Organisation OPCW seit Jahren. Jetzt wurde die OPCW, die gerade auch in Syrien im Einsatz ist, in Oslo mit dem Friedensnobelpreis geehrt. Um Nobelpreise ging es heute auch im schwedischen Stockholm. Besonders beim Literaturnobelpreis ist die Anteilnahme immer groß. Diesmal ging er an die Kanadierin Alice Munro. Ihre Tochter Jenny nahm den Preis entgegen. Die 82-jährige Munro wollte nicht selbst kommen. Den strapaziösen Atlantikflug habe sie sich dann doch nicht zumuten wollen, heißt es. Am Tag der Nobelpreise ist die schwedische Königsfamilie sozusagen im Dauereinsatz. Im Minutentakt überreicht Carl Gustav die Urkunden, schüttelt die Hände der internationalen Wissenschaftselite. Mathematiker, Physiker, Chemiker, Mediziner. Außer dem königlichen Händedruck bekommt jeder Geehrte noch eine Goldmedaille, eine Urkunde und, was auch nicht zu verachten ist, umgerechnet 890.000 Euro.